Guten Morgen, Freunde. Hier ist wieder euer Gottlaufschi-Jünter. Ja, da ist er. Genau. So, und wir haben heute, ja, haben wir etwas Glück. Bei der Soßenkönige gibt es heute Pizza. Aber wir können Pizza schon. Also ist das nicht so schlimm. So. Machen wir erstmal back to daily business, as we say it here. So, und dafür brauchen wir ein paar anciente Früchte. Sehr schön. Und dann geht es hier zu unserem Geflügel. Nein. Haha. Gut. Damit haben wir jetzt alle. Den wohlverdienten Früchten der Arbeit der Hühner bedingen hier. So, ja, ja, genau. So. Und natürlich der Enten. Wir wollen ja nicht gleich wieder, dass hier Entenmobbing aufkommt. So. Guten Morgen, meine Freunde. Hast du mir wieder ein Trüffel hingelegt, Frederik? Das ist aber lieb von dir. Na, Britney. Nein. So. So, dann machen wir erstmal hier frisch gepressten Kuhsaft. Lecker, lecker, lecker. Nur echt mit 77 Vitaminen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kozlowski. Wisst ihr Bescheid, ne? So. Ich habe immer noch Paranoia, dass hier auf der Farm eine Kuh rumläuft, die nur dafür, eine Ziege rumläuft, die nur dafür da ist, mich zu terrorisieren. Wer die ersten Aussaattage gesehen hat, wird mir bestimmt folgen können. Es war die Melli, die da so genervt hat. Das Stück. So, dafür sind unsere Trüffelschweine echt gut drauf, muss ich sagen. Und wir haben deswegen gleich hier. Bam! Und die Bierchen gibt's auch. Oh, hallo Schatz! Mensch, treiß dich auch mal vor die Tür. Respekt! So, dann machen wir hier gleich mal noch Engine, genau, Engine Wein. Da bin ich mal gespannt, was das so bringt. Ich bin früh aufgestanden und habe ein paar neue Sachen für dich gegossen. Ich hoffe, es macht deinen Job ein bisschen leichter. Gutes Weib. Frau macht gute Arbeit. Gefallen, Kozlowski Günther. Sie. So. Und weil das so schön ist, weiß ich gleich gar nicht, was wir heute machen. Jemand Vorschläge? Irgendjemand? Bisschen Holz fällen? Bin ich ja persönlich dafür. So hier. Denn wir brauchen ja quasi in keiner anderen Region mehr Bäume, außer unten, wo wir jetzt unser Karree dort haben. Also können wir hier quasi einmal für Kahlschlag sorgen. Oh. Ganz vergessen. Und nein, natürlich holzen wir die nicht ab. Darwin. Nein! Nein! Günther! Warum? Genau. Blub. Wenn man sich auf seinen Spielercharakter verlässt. Ordnung. Das wird schon cool. Also spätestens wenn wir da, also
Ich habe ja jetzt vor, so, also nächstes Jahr haben wir ja, ist ja auch noch natürlich ein Jahr, in dem wir spielen werden. Also ich will schon das Spiel quasi zu Ende führen. Nach Jahr 3 soll es ja quasi eine vom Spiel gemachte Bewertung geben, wie gut wir sind. Und das dauert noch eine Weile, das ist mir auch klar. Da mache ich mir auch keine Illusion. Aber soweit möchte ich schon irgendwann mit euch kommen. Auch wenn es eine Weile dauert. Und bis dahin will ich halt eine richtig, richtig schöne Farm haben. So optisch ein bisschen aufgehübscht. Es wird halt auch durch die Automatismen und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir am Ende noch viel anpflanzen müssen. Wenn wir hier, keine Ahnung, jeden Tag 12 Obstbäume oder so ernten. Keine Ahnung. Und das dann entsprechend noch mit Fässern und Jellies und so weiter. Ich habe da irgendwie Zweifel. Aber ich verstehe, dass das andere trotzdem noch einen Teil ausfüllen wird, aber es wird halt im Verhältnis zu unseren Einkünften nicht mehr so bedeutend werden. Drücken wir es mal so aus. Also stelle ich mir es vor, das kann natürlich alles ganz anders werden, dass man halt sagt, naja, Obstbäume sind mir zu fad. Noch habe ich aber das Gefühl nicht. Und bis dahin wird halt erstmal die Farm jetzt auf Vordermann gebracht. Ich habe zum Beispiel gehört, es soll, also es wird ja weiter gepatcht, das erzähle ich euch auch ab und zu. Und mit dem nächsten Patch soll es zum Beispiel möglich sein, Gebäude umzusetzen. Also wieder so ein kleines, cooles Gimmick, wo der Entwickler mal mitgemacht hat. Dann kann ich nämlich auch meine, wie ich inzwischen sagen muss, etwas zu klein geratene Hühnerfarm in entsprechende Gebiete setzen, wo das günstiger liegt. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Maple Seeds brauchen. Apropos, da hatte ich sowieso was vor, wo wir gerade unterwegs sind. So. So, Maple Seeds. Sehr schön. Dann können wir die nämlich alle schon mal wegräumen. Sehr schön. Ja, Marek beruhigt dich dort oben. Genau. So. Aber erstmal momentan Pfirsich und Oranje erstmal weg. Dann können wir auch noch ein bisschen hier also schon mal zum Lätsche bringen. Halt man noch, weil das gibt ja Trüffelöl. Und dann können wir aber mal ein bisschen schnecken. Also am Anfang, wie geil diese vielen Snacks noch waren und jetzt, naja. Knallen wir uns hier halt einen nach dem anderen rein. Sechs Stück und wir sind quasi einmal gut geheilt. Knapp ein bisschen, aber immerhin. Schon irgendwie anders, also. Oh ja, ich freue mich auf das Gebäude umsetzen. Dann kommt zum Beispiel nämlich Ronny Pony direkt neben das Haus. Dann sind die Distanzen hier auf der Farm auch gar nicht mal so gravierend. Wie wir am Anfang hier noch rumgerannt sind. Also was wir an Bäumen heute gefällt haben, das hätten wir sonst, keine Ahnung, in Ewigkeiten nicht geschafft. Ganz schön mit dem Leveln hier da. Es ist so gemacht, dass es nicht so vordergründig ist und quasi nicht den Spielspaß in den ersten Stunden bei einem Neuanfang komplett verdirbt, aber man muss schon schauen. Das finde ich auch okay, fair und so weiter.
So, das machen wir jetzt aber so rum, denn wir wissen ja, Baumfeld und so, Richtung Wasser. So, hoho. Na, ach Günther, was machst du denn nach unten? Nach unten! Meine Freunde! Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Hier ein bisschen schön den Kahlschlag machen. Und ich mache sonst gerne Waldspaziergänge. Das ist jetzt einfach bloß, weil ich das kontrolliert haben will, dann Leute. Da bitte ich um Verständnis. Wenn nicht, kann ich auch nicht helfen. Gut. Das macht natürlich sehr viel Speichern und so weiter, blablabla. So. Das lohnt sich heute auf jeden Fall. Würde ich behaupten. So, hier haben wir jetzt natürlich noch ein paar Bäumchen stehen. Ja, aber sogar noch ein bisschen Kraft. Da hatte ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich hatte jetzt gedacht, das geht jetzt so, nein. Auf die Kraftreserven zu, die man nicht angehen sollte, aber dem ist nicht so. Äußerst erfreulich, wie ich sagen muss. Jetzt noch mal, wie viel Holz wird denn eigentlich schon so? 694. Alter Verwalter. Mit dem ganzen Holz. Na gut, Holzkohle. Da können wir dann zumindest später irgendwie noch so barren. Aber krasser Scheiß. Auf jeden Fall, Leute. Oder? Absolut verrückt. Für 700 Holz, da hätte ich am Anfang einen Mord begangen. Ganz zu schweigen hier, vier Schläge auf so ein, auf das Steinchen und fertig. So, machen wir auch gleich noch ein bisschen hier Ressourcen sammeln, was das angeht. Dann kann sich hier das Rasengebiet nämlich rasend ausbreiten. So, 65 Steine auch noch heute. Alter Verwalter, das wird ein großes Grasfeld. Da lehne ich mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster und behaupte das hier so ganz einfach. Dafür ist es auch gedacht. Da mache ich gar keinen Hehl draus. So. Fiber kommt rein. Steine kommen rein. Was machen wir denn mit dem Holz, Leute? Wir haben über 3000 Holz. Puh. Verrückt, oder? So, Trüffelchen. Machen wir gleich nochmal ein Öl draus. Denn oben ist ja schon wieder eins fertig. Also kriegen wir auch da nochmal pro Tag jetzt 800 extra nur durch das Trüffelöl. Äußerst beachtlich. Äußerst beachtlich. So. Naja, wir sind kaputt. Wir haben heute echt viel geschafft. Langsam mache ich mir ein bisschen hier wegen unseren Hühnchen Sorgen, weil die doch ein bisschen an unseren Reserven knabbern.
Honig ist auch schon wieder fertig. Also zumindest einer von den beiden. 129, ein Viertel gefüllt, naja. Geht besser. Drücken wir es mal so aus. Geht einfach besser. So. Na gut, aber dann machen wir heute halt mal ein kürzeres Völkchen. Und kuscheln uns zur Lea ins Bettchen. Ja, bleiben wir diesmal knapp unter den 5000, trotzdem echt gut mit 4500 pro Tag. Holla die Waldfee. Gut, das soll es mal wieder für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich und sage bis denn dann.